Hi und herzlich willkommen zum heutigen Video. Ein kurzes Video von mir zum heutigen Amazon Prime Day. Amazon hat ziemlich viele Sachen im Angebot und ich habe jetzt mal so ein bisschen durchforstet, ob es auch ein paar interessante Sachen für uns Fotografen dabei hat und bin auf ein paar Dinge gestoßen. Natürlich sind es hunderte von Angeboten, aber ich will mal ein paar herausheben, die ich eigentlich ganz interessant fand und preislich auch interessant fand. Erstes ist die Lumix S5 mit Zusatzakku und dem 20 bis 60 mm Kit-Objektiv. Viele sind damit sehr, sehr zufrieden und auch einige der Zuschauer hier haben ja schon geschrieben, dass sie die Lumix S5 haben und sehr, sehr gut finden. Ich persönlich kann zu dir nichts sagen, ich finde nur, dass er als Info Preis ist relativ gut mit einem originalen Zusatzakku. Alle Dinge, die ich anspreche, sind natürlich in der Videobeschreibung entsprechend verlinkt. Gut, von der Lumix S5 zur Sony RX100 Mark III. Wer die Sony RX100 nicht kennt, das sind sehr, sehr kleine, kompakte Kameras mit 1 Zoll Sensor, also viel kleiner geht es kaum. Und die RX100 Mark III war die erste von denen, die ein 24 bis 70 mm Objektiv 1,8 bis Blende 2,8 hatte. Das ging, glaube ich, bis zur Mark IV oder V so. Und die Mark III hat auch noch einen Sucher, den man ausklappen kann und ist eine sehr, sehr interessante Kamera und sehr erschwinglich, sage ich mal. Nicht super billig, aber erschwinglich. Also, wenn dich so eine sehr, sehr kompakte Kamera interessiert, ist die RX100 Mark III sicherlich interessant. Die Nachfolgemodelle sind dann hauptsächlich im Videobereich verbessert worden und irgendwann kam dann auch ein anderer Zoom-Bereich dazu und mehr Highspeed-Aufnahmen bei Video und. Aber und auch Autofokus wurde verbessert. Aber so als typische Point-and-Shoot Edelkompaktkamera ist die Mark III auch schon sehr, sehr gut. Nächstes Thema ist das Creative Cloud Abo von Adobe im Moment für um die 80 Euro zu haben. Da will ich jetzt nicht groß diskutieren, ob Cloud Abo Sinn macht oder nicht. Ich nutze es selber und ich glaube, es kostet sonst so 12 Euro pro Monat und 80 Euro für ein ganzes Jahr ist natürlich dann schon deutlich günstiger. Das kommt immer mal wieder ins Angebot. Und so kann man doch einiges sparen, deswegen auf jeden Fall da mal reinschauen, wenn du gerade dein Abo verlängern willst oder du es weiter verlängern willst. Das kann man nämlich auch, wenn es jetzt zum Beispiel noch bis nächstes Jahr liefe, kann man trotzdem jetzt schon entsprechend verlängern, wenn man das denn machen will. Eine UHS-II-Karte, die ich ganz interessant finde, und zwar die Lexa 128 GB-Karte, die 1667-fach steht da drauf. Die nutze ich selber für die GH5 und GH5S. Die kommt auch mit dem 400 Megabit Codec problemlos zurecht. Also kann konstante Schreibraten über 50 Megabyte pro Sekunde liefern. Das heißt, diese Karte ist für alles, was Videoaufnahmen angeht, mit den Lumix-Kameras sehr, sehr gut und dann entsprechend auch für Fotoaufnahmen natürlich, wenn der Puffer voll ist, dass der relativ schnell weggeschrieben wird. Eine sehr, sehr gute Karte auf jeden Fall. Nächstes Thema ist ein Gimbal und zwar das DJI Ronin SC Gimbal. Das ist ein Gimbal, das das Ronin S war ja mal relativ bekannt, das Ronin SC nicht so sehr. Das ist quasi der kleine Bruder vom Ronin SC, vom Ronin S. Und reicht für spiegellose Kameras in der Regel aus. Das Ronin S war ja eher so für richtig große Brummer. Wie zum Beispiel eine 1DX von Canon kann man da drauf mit Objektiv. Und das SC ist auf jeden Fall sehr, sehr gut ausreichend für alle typischen Kamera- und Objektivkombinationen, die man so im spiegellosen Bereich zum Filmen einsetzt. Und ansonsten, DJI hat hier sehr, sehr gute Qualität, was Gimbals angeht. Und das ist ein absoluter Kampfpreis. 219 Euro ist erheblich. Unter allem, was ich da finden konnte. Von dem her, das auf jeden Fall mal anschauen. Wenn du gerade Interesse an einem Gimbal hast, ist das ein absolut guter Preis dafür.
Nächstes Thema, Canon EOS M50. Für alle, die sich für das APS-C-Spiegellos-System von Canon, also das ältere APS-C-Spiegellos-System von Canon, interessieren. Das sind kompakte Kameras mit interessanten Objektiven, allerdings relativ wenig, sehr lichtstarke Optiken und sowas, das gibt es da nicht. Aber es ist auf jeden Fall ein interessantes immer dabei Kamerasystem, wenn man jetzt eher in den APS-C-Bereich schauen will. Ist auf jeden Fall ein guter Preis für das Kit. Auch mal anschauen, wenn du Interesse daran hast. Zu guter Letzt sind noch einige Blitze von der Firma Godox im Angebot. AD200, AD200 Pro und auch deren Videolampen, das SL150 Nummer 2 oder Version 2 und auch das SL60W. Beide sind gerade auch reduziert. Sehr, sehr gute Videoleuchten nutze ich selber. Im Moment beleuchtet mich das SL150-2, das ich damals auch sehr günstig schießen konnte. Und ganz knapp jetzt noch, wo das Video rauskam, noch eine Stunde ungefähr, ist auch der Godox SK400-2 Blitz. Das ist ein Studio-Blitz, allerdings nicht mit Akku oder sowas, sondern eben ein kabelgebundener Studio-Blitz mit 400 Wattsekunden, der über das Godox-Funksystem steuerbar ist. Also sehr, sehr praktisch, den nutze ich auch selber gerne im Studio als wirklich sehr günstigen Studioblitz mit Funkempfänger. So, das war's schon. Wenn du noch interessante Angebote hast, dann auf jeden Fall gerne in die Kommentare schreiben. Mein persönliches Highlight von heute ist definitiv das Ronin SC Gimbal und das auf jeden Fall mal anschauen. Auch gerne die anderen Links, die ich so in die Videobeschreibung gepostet habe, anschauen. In diesem Sinne, schönen Tag noch und bis zum nächsten Video. Ciao!